Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich begrüße euch zum ersten Aalfilm, zum ersten richtigen Aalfilm 2020. Ja, war lange geplant, war jetzt ja auch ein paar Wochen zu Hause, habe ein bisschen, ja, Frust geschoben, weil ich nicht so konnte, wie ich wollte. Jetzt sind ja langsam wieder ein paar Lockerungsmaßnahmen und da ich ja gesundheitlich ein bisschen aufpassen muss, habe ich jetzt mal kurz entschlossen dann entschieden, dass ich doch mal 2 Nächte ans Wasser fahre und mich ein bisschen ja, erhole und ein bisschen die Natur genieße. Und dann werden wir mal sehen, ob hier was passiert. Also das Schilf wächst jetzt langsam, also Wassertemperatur ist dementsprechend. Die Seerosen kommen jetzt auch langsam an die Oberfläche. Also ich denke mal, sollten wir eine Wassertemperatur von 14 Grad ungefähr haben, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch irgendwie irgendwas Schönes zeigen und berichten. Ich werde auch noch mal ein bisschen die Montage erklären nachher, weil wurde ja öfters gefragt danach. So, dann wollte ich euch jetzt noch mal die Montage zeigen. Ich habe den Deckel mal umgedreht, damit ihr das besser seht. Also ich habe hier einen Uckel. Der hat fast 15 cm. Viele fragen sich immer, warum ich mit so einem großen Köderfische angle. Das ist ganz einfach, weil ich eigentlich vermeiden möchte, dass ich, sage ich mal, kleine Aale bekomme. Weil ein kleiner Aal hat also schon arge Probleme, diesen großen Köderfisch reinzubekommen. Also ich habe hier das Anti-Tangle. Das kommt auf der Hauptschnur rum. Dann habe ich hier einen Wirbel, wo ein Knotenlosverbinder dran ist. Und einen Schutzschlauch für, ich zeige den euch mal, einen Schutzschlauch von der Karpfenangler, damit sich beim Knotenlosverbinder nicht die Sehne ja, verheddern kann, umschlagen kann. Das ist eigentlich, hat eine Funktion, ist eigentlich nur eine Schutzfunktion. Dann habe ich hier ein Vorfach. Das ist Hartmono, ein 30er. Und einen großen, ich zeige ihn euch mal. Also der ist größer, das ist schon fast ein, ja, ich sag mal schon Dorschhaken. Also ist größer als Größe 1 Wurmhaken. Die benutze ich sehr gerne. Ich habe auch festgestellt, dass also rote Haken und auch schwarze oder silberne Haken ja, am fängigsten sind. Ich hatte das schon mal probiert mit blauen Haken. Da ist gar nichts passiert. Also ich vermute mal, rot wird der Fisch unter Wasser nicht so orten können, dass da irgendwie, dass er das nicht sieht. Also wie gesagt, mit rot und schwarze oder silber. Ja, wie soll ich mal sagen? Chromhaken von der Farbe her sind also für mich die besten Haken, die verwende ich also vorwiegend. Mit anderen Farben habe ich also keine guten Erfahrungen gemacht. Ja, und jetzt zeige ich euch dann gleich nochmal, wie ich das alle zusammenbaue. Ich habe nämlich vergessen, mir ein bisschen Sehne mitzubringen, weil ich jetzt euch die Montage ja zeigen wollte. Bis gleich. So, da ist er wieder. Also wir haben hier das Anti-Tangle, ich habe hier Strömungsblei drin, habe ich die beste Erfahrung mitgemacht, weil durch das Strömungsblei kommt auch der Aal relativ schnell an die Wasseroberfläche. Also das muss irgendwie ja, mit der Form des Bleis zusammenhängen. So, dann habe ich hier die Hauptschnur, also ich benutze vorwiegend 30er Hauptschnur im See und eine 35er im Fließgewässer. Wobei ich auch nicht oft im Fließgewässer auf Aal gehe. Also ich sitze meistens an geschlossene Seen, wo sie auch nicht weg können, wo sie nicht abwandern können. So, dann mache ich hier eine Schlaufe in der Hauptschnur. Habe dann den Knotenlosverbinder. Hake die Schlaufe unten ein und drehe 6-mal rum oder 7-mal. Und zieht es dann durch die oberste Öse. Dann sieht das so aus. Ja? So, und dann kommt als anschließend der Schutzschlauch. Da wird die Sehne dann
Ende, was nachher abgeschnitten wird, mit durchgezogen. Wird dann einfach nur rüber geschoben. So, und durch diesen Knotenlosverbinder habt ihr die komplette Tragkraft der Schnur. Also die hat jetzt, glaube ich, hier 6 Kilo. Also die kriegt man eigentlich nicht kaputt. Also das Einzige, wo mir die Sehne mal gerissen ist, die ich hier benutze, ist, wenn ich irgendwo an eine Muschel hängen geblieben bin oder so. Dieses Ende hier knipsen wir nachher ab. So, dann habe ich hier, der Köderfisch, habt ihr gesehen, 50 cm. Wird vorne die Ködernadel am Maul reingesteckt. Eine Wirbelsäule lang führen. Und jetzt komme ich nicht hinten direkt am Schwanz raus, sondern Stücke vorher. Weil wenn ich mit einem Einzelhaken angle, das mache ich eigentlich vorwiegend, wenn die Zander Schonzeit haben, weil ich vermeiden will, dass ich um die Zeit einen Zander fange. Falls er doch mal nachts rufieren sollte. So, die Hakenspitze kommt dann hier vorne raus. Ich lege die immer seitlich an. So, da habt ihr das durchgezogen und dann macht er am Ende einen halben Schlag. Und zieht ihn richtig fest. Und jetzt seht ihr auch, warum ich nicht hinten direkt an der Schwanzflosse rauskomme, sondern ein bisschen vorher. Weil da habt ihr dann die natürliche Form. Also er wird auch so auf dem Grund liegen. So, dann hängt man die Sehne. Hier hast du eine Schlaufe. Da hebt man einmal durch. Dann wird das in den Wirbel eingehangen. So, wenn er jetzt nämlich die Schlaufe so einhängt, habt ihr in der Schlaufe selbst noch mal eine gewisse Stabilität, dass sie sich nur ins Wo rumwickeln kann. Ja, kann ja auch sein, dass die Schlaufe, wenn er jetzt nur die Schlaufe so normal einhängt, habt ihr also direkt einen Druck auf den Knoten, was ihr jetzt nicht habt. Und dann kann es passieren, dass es sich hier irgendwie verhängt oder so, oder hochrutscht, wie auch immer. So, und als nächstes wird dann der Köderfisch mit der Ködernadel eingestochen. Ganz einfach so, macht man ein paar Mal. So. So, und dann gehe ich hier hinten noch mal rein. Eine Luftblase. Und dann hört das richtig blub machen. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Dann habt ihr die komplette Montage. Ist also relativ einfach. So, und wenn ihr dann rausgeworfen habt, liegt der Fisch direkt so auf dem Grund. Also ist die natürlichste Form, wie man Köderfisch anfängt. Thank you.
Ja, was soll ich sagen? Es hat jetzt gerade vor ein paar Minuten gerappelt. Ich muss erst mal gucken, wo er ist. Ich zeige ihn euch mal. Also ich sag mal, das ist eine richtige Granate. Ich heb ihn mal an. Da ist er. Also ich sag mal, er ist richtig fett. Ich hoffe, ihr seht es gut. Er ist auch ein bisschen zickig. Hat gebissen auf den Uke. Hat das Ding auch komplett voll Wolli genommen. Der hat den Schwinger so rausgerissen, dass die Schnur in der Rolle hängen geblieben ist. Die Rutenspitze hat richtig gewackelt, aber ich konnte die Schnur noch frei machen. Und dann ist er richtig abgelaufen. Ja, ich sag mal so, für den ersten richtigen Aalansitz, wo es jetzt wirklich nur auf Aal geht, bin ich ja schon erstmal zufrieden. Ist jetzt die erste Nacht. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich die Ruten wieder fertig machen. Und dann gucken wir mal. Also der Ukel war ungefähr 9 cm groß, also war schon ein richtig schöner großer, weil ich habe nichts Kleineres gekriegt. Ist ja um die Jahreszeit immer ein bisschen schwierig. Und gebissen hat er in ca. 7 Meter Tiefe. Also ich hatte so weit rausgeschmissen, wie ich konnte. Und da der See hier einen Meter Wasser verloren hat, werde ich ungefähr bei 7 Meter liegen, zwischen 6 und 7 Meter. Also passt das. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann bald wiedersehen. Vielleicht kommt ja noch ein schöner. Wie gesagt, muss jetzt nicht wieder so ein Brocken sein, aber ich bin schon mal erstmal zufrieden. Ich habe eigentlich dabei ja nicht gerechnet, weil wir ja einen kompletten Wetterumschwung hatten. Gestern haben wir noch 25 Grad gehabt, heute tagsüber nur noch schlagartig 8 Grad Außentemperatur. Ich hatte hier, als ich vorhin ankam, auf den See also auch schon ein bisschen Nebel. Der Wind kommt aus Norden, also habe ich ihn im Rücken, also passt das schon. Gut, dann sehen wir uns nachher hoffentlich nochmal wieder. Ich sage dann Tschüss und ich hoffe, dass es nochmal rappelt hier heute Nacht. Aber wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Tschüss, tschüss. Ja, und dann scheut euch nicht im Mai oder auch schon im April, wenn die Wassertemperatur dementsprechend sind, auch mal einen größeren Köderfisch ranzuhängen. Nicht immer nur die kleinen, weil ich habe die beste Erfahrung gemacht, großer Köderfisch, großer Aal, sag ich mal. Also ich habe in den letzten 10, 15 Jahren also kein Aal unter 65 cm gefangen. Und ja, die Kleinen sollen wachsen, wenn schon überall besetzt wird. Und dann soll man sie auch ein bisschen schonen. Weil das Problem mit den Haken, also ein Teil bekommen sie raus, kommt darauf an, wie tiefer geschluckt wurde. Und ein Teil eben nicht. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass sie dann auch jämmerlich eingehen. Und das muss man eigentlich nicht provozieren. Deswegen immer große Haken, große Köder. Man fängt ein bisschen weniger, aber man hat definitiv dann auch einen schönen Fisch. Muss ich mal so sagen. Einer, der auch Spaß macht, der sich auch lohnt. Und ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es ja 10 Uhr. Also ich hatte mich gestern dann entschieden, bin gestern noch nicht nach Hause gefahren. Ich habe noch eine Nacht länger gemacht. Ja, leider ist gar nichts mehr passiert. Also bleibt es bei den einen Aal. Also ich habe mir gemessen 1,5 Meter und 2,3 Kilo. Also ist ein schönes Stück. Hätte ich nicht erwartet. Zumindest nicht bei der Wetterlage. Weil es war sehr wechselhaft. Es hat sich auch definitiv nicht viel geändert. Es ist ein kleines bisschen wärmer geworden. Aber gut, man kann es nicht ändern. Man hat es versucht. Man hat sich ein bisschen erholt an der frischen Luft. Ich sage dann jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Im Plan ist noch ja nichts. Also lasst euch überraschen.